In diesem Film werden die Widerstände verschiedener Bauteile untersucht. Die Messungen erfolgen mit digitalen Multimetern, mit deren Hilfe der Widerstand sowohl direkt über die entsprechende Einstellung als auch indirekt über Strom- und Spannungsmessung ermittelt werden kann. Bemerkungen zur Qualität der hier verwendeten Billiggeräte erfolgen am Ende des Videos. Auf der Gerätevorderseite befinden sich drei Eingangsbuchsen, in welche die Messkabel gesteckt werden. Die mittlere Buchse ist für das schwarze Messkabel und das rote Kabel wird in die rechte Buchse gesteckt. Lediglich für Strommessungen im Bereich oberhalb von 200 mA muss das rote Kabel in die linke Buchse umgesteckt werden. Dann wird der sogenannte Nebenschlusswiderstand, der als Drahtbügel rechts unten auf der Platine zu sehen ist, zur Strommessung verwendet. In der Mitte unten befindet sich eine Schmelzsicherung gegen Ströme über 250 mA. Unterhalb der Platine ist eine 9-Volt-Batterie zur internen Spannungsversorgung des Multimeters zu sehen. Bei der direkten Methode zur Widerstandsmessung wird mit Hilfe der internen Batterie des Messgeräts eine variable Spannung an die Messausgänge gelegt und der bei der jeweiligen Spannung durch das Bauteil fließende Strom wird in einen Widerstandswert umgerechnet. Messen wir als erstes den maximalen Widerstandswert eines mit einem Megaohm angegebenen Potentiometers. Der Messwert liegt bei 846 Kiloohm und somit doch recht deutlich unterhalb von einem Megaohm. Ermitteln wir jetzt Werte für verschiedene Kohleschichtwiderstände. Diese Bauteile sind mit farbigen Ringen kodiert, womit der Widerstandswert und die Toleranz dieses Wertes angegeben werden. Für den mit 220 Kiloohm angegebenen Widerstand erhalten wir einen Messwert von 0,218 Megaohm, entsprechend 218 Kiloohm. Kiloohm messen wir bei dem mit 27 Kiloohm angegebenen Widerstand. Für den 2,7 Kiloohm Widerstand können wir auf den Messbereich von maximal 20 Kiloohm umschalten und lesen exakt 2,70 Kiloohm ab. Schalten wir in einen noch kleineren Messbereich von maximal 2 Kiloohm, so zeigt das Messgerät durch eine einzelne 1 im Display, dass der Wert zu groß für den gewählten Bereich ist. Der 390 Ohm Widerstand wird mit 389 Ohm gemessen. Und der 10 Ohm Widerstand mit 10,7 Ohm. Als letzten Widerstand messen wir ein Stück Draht mit 1 mm Durchmesser und ca. 4 cm Länge zwischen den Klemmen. Wir messen 0,8 Ohm, was für das Drahtstück recht hoch erscheint. Schließen wir zur Kontrolle die beiden Klemmen direkt aneinander an. Zu erwarten wäre jetzt ein Wert von 0 Ohm, aber wir messen nach wie vor 0,8 bis 0,7 Ohm. Ursache hierfür sind Übergangswiderstände an den verwendeten Messkabeln und Klemmen sowie die mangelnde Präzision des verwendeten Multimeters für sehr kleine Widerstandswerte. Mit einem zweiten Multimeter hier rechts im Bild können wir die Spannung des zur Widerstandsmessung verwendeten Gerätes links im Bild messen. Verwenden wir dazu das Potentiometer als variablen Widerstand. Diese liegt zwischen 0,25 und 0 Volt, je nach eingestelltem Widerstandswert, wobei bei diesem Gerätetyp der Minuspol an dem schwarzen Kabel anliegt. Die Polarität und die Spannungswerte variieren bei unterschiedlichen Gerätetypen. Der sich nun ergebende maximale Widerstandswert des Potentiometers dürfte euch etwas verwundern.
Mit dem parallel geschalteten zweiten Multimeter beträgt der Messwert nur noch 457 Kiloohm im Vergleich zu den 846 Kiloohm, die wir zuvor gemessen haben. Die Ursache hierfür liegt darin, dass mit dem zweiten Multimeter quasi ein zweiter Widerstand parallel zu dem zu messenden Widerstand geschaltet wird. Mehr zu dieser Problematik gibt's im Verlauf des Videos. Kommen wir zu Methode Nummer 2. Der Widerstand wird an eine regelbare Gleichspannungsquelle angeschlossen, deren Maximalwert für Menschen ungefährliche 10 Volt beträgt. Die sehr primitiv ausgeführte Regelung erfolgt mit Hilfe eines PNP-Transistors und einem Potentiometer als Spannungsteiler an dessen Basis. Mehr zu regelbaren Spannungsquellen gibt's in einem weiteren Video. Seid vorsichtig beim Durchführen von Messungen mit den Multimetern. In diesem Video werden, wie bereits gesagt, nur ungefährliche Spannungen an die Schaltkreise angelegt. Greift in unbekannten Stromkreisen niemals an unisolierte Drähte oder Bauteile, wenn diese unter Spannung stehen. Bei Strom- und Spannungsmessungen ist unbedingt darauf zu achten, dass die Messgeräte vor dem Anlegen einer Spannung auf die korrekte Messart eingestellt werden. Ihr solltet niemals in einem aktiven Stromkreis am Einstellrad zwischen unterschiedlichen Messarten umschalten. Was passiert zum Beispiel, wenn das Messgerät, das für Spannungsmessung parallel zu dem Widerstand angeschlossen ist, irrtümlich auf Strommessung umgeschaltet wird? Nun, der Innenwiderstand des Messgeräts ist bei Strommessungen sehr klein, folglich wird der Stromkreis am Widerstand praktisch kurzgeschlossen und es fließt ein hoher Strom, der Messgerät oder Bauteile des restlichen Stromkreises zerstören kann. In diesem Fall besteht die Gefahr, dass der zur Spannungsregelung eingesetzte Transistor zerstört wird. Ich habe diesen Kurzschluss bewusst herbeigeführt und die Schaltung so ausgelegt, dass der zweite Widerstand in dem Stromkreis die Schwachstelle ist. Wie zu sehen, kommt es an diesem Bauteil zu starker Hitzeentwicklung, was allmählich zur Zerstörung des Widerstands führt. Also, immer zuerst die gewünschte Funktion des Multimeters einstellen und dann die Messung vornehmen. Um die an einem Bauteil abfallende Spannung messen zu können, muss das Multimeter auf Spannungsmessung eingestellt werden. Bei unbekannten Messwerten sollte man mit dem höchsten Messbereich beginnen und wenn nötig zu niedrigeren Bereichen wechseln. Nun kann das Messgerät mit Hilfe der Prüfspitzen oder wie hier mit den beiden Klemmen parallel zu dem Bauteil angeschlossen werden. Wie zu sehen, sind die Anschlussklemmen nicht isoliert, weswegen diese keinesfalls verwendet werden dürfen, wenn der Testschaltkreis an hohe Spannungen angeschlossen ist. In dem aktiven Stromkreis zwischen Messbereichen umzuschalten ist unproblematisch, aber aufpassen, dass man den Schalter nicht auf eine andere Funktion dreht. Ist der gewählte Messbereich für die anliegende Spannung zu klein, so erscheint auch hier eine 1 im Display. Wird das Multimeter falsch gepolt angeschlossen, also das höhere negative Potential liegt an dem roten Kabel an, so wird das durch ein Minuszeichen angezeigt. Um den durch einen Stromkreis oder ein Bauteil fließenden Strom messen zu können, muss das Multimeter in Serie zu diesem geschaltet werden. Dazu öffne ich den Stromkreis am Minuspol und schalte das Multimeter dazwischen. Jetzt schalte ich die Spannungsquelle ein und es fließt ein Strom von 4,5 mA. Bei Strommessungen sollte die Umschaltung zwischen verschiedenen Messbereichen nur dann erfolgen, wenn keine Spannung an dem zu prüfenden Stromkreis anliegt. Beim Umschalten wird der Stromfluss nämlich immer kurz unterbrochen, wodurch in dem Stromkreis gefährliche Spannungsspitzen auftreten können, wenn sich Elektrospulen in diesem befinden. In dem jetzt kleineren Messbereich wird der Strom mit 4,52 mA angezeigt.
Auch hier wird eine falsche Polung durch ein Minuszeichen angezeigt und wir lesen minus 4,53 mA. Mittels zweier Messgeräte kann die an einem Widerstand anliegende Spannung und der durch diesen fließende Strom gleichzeitig gemessen werden. Das Messgerät für die Spannungsmessung, das auch als Voltmeter bezeichnet werden kann, ist parallel zum Widerstand angeschlossen. Das Multimeter für die Strommessung, das auch als Ampermeter bezeichnet werden kann, ist in Serie zu der Parallelschaltung von Widerstand und Voltmeter geschaltet. Mit Hilfe dieser Messanordnung können verschiedene Widerstände bei unterschiedlichen Spannungen bestimmt werden. Bei der hier verwendeten Schaltung der beiden Multimeter kommt es zu Abweichungen, die sich bei sehr hohen Widerständen deutlich bemerkbar machen. Ursache hierfür ist die Tatsache, dass der Innenwiderstand des für die Spannungsmessung verwendeten Multimeters nicht unendlich hoch ist. Folglich fließt durch dieses ein zusätzlicher Strom, der sich zu dem Strom durch den zu messenden Widerstand addiert. Mit einem dritten Messgerät können wir das überprüfen. Dieses wird auf Strommessung eingestellt und in Serie zu dem Voltmeter in den Stromkreis eingebracht. Gerät Nummer 1 und 3 sind jetzt in Serie zueinander, aber parallel zu dem Widerstand und Gerät Nummer 2 ist in Serie zu diesem Zweig des Stromkreises geschaltet. Damit können wir den über das Voltmeter fließenden Stromwert, der von Gerät Nummer 3 angezeigt wird, von dem Stromwert von Gerät Nummer 2 abziehen und so den Widerstandswert genauer ermitteln. Bei dem Potentiometer mit einem Megaohm Widerstand fließt ein Strom von 0,012 mA an dem Widerstand vorbei. Dieser Wert ist von den angezeigten 0,022 mA von Gerät Nummer 2 abzuziehen. Der Fehlerstrom entspricht in etwa der Hälfte des Gesamtstroms. Dieses Verhältnis wird kleiner, je geringer der Widerstand im Teststromkreis wird. Bei dem 390 Ohm Widerstand geht der Fehlerstrom nicht mehr merklich in die Rechnung ein. Stehen nur zwei Multimeter zur Verfügung, bietet sich die zweite Schaltung an. Das Multimeter für die Strommessung bleibt in Serie zu dem Widerstand, das Gerät für die Spannungsmessung wird jedoch parallel zu beiden Bauteilen angeschlossen. Nun fließt bei hohen Widerstandswerten zwar immer noch ein unerwünschter Strom durch das Voltmeter, jedoch fließt dieser an dem Ampermeter vorbei und wird somit nicht in den Messwert eingerechnet. Bei dieser Messanordnung kommt es jedoch bei niedrigen Widerständen zu größeren Abweichungen. Der Grund hierfür liegt in der Tatsache, dass der Innenwiderstand des Ampermeters zwar klein, aber nicht null ist. Dadurch kommt es an dem Ampermeter zu einem Spannungsabfall, der von dem Voltmeter zusätzlich zu dem Spannungsabfall an dem zu messenden Widerstand angezeigt wird. Mit dem dritten Multimeter kann dieser Spannungsabfall angezeigt werden. Dieses ist nun auf Spannungsmessung eingestellt und parallel zu dem Ampermeter geschaltet. Diese Spannung kann nun von dem Messwert des Multimeters Nummer 1 abgezogen werden, wodurch der Endwert genauer erfasst wird. Bei einem 10 Ohm Widerstand beträgt der Spannungsabfall am Ampermeter 0,126 Volt im Vergleich zu der Gesamtspannung von 1,15 Volt. Bei dem 1 Megaohm Potentiometer verschiebt sich das Verhältnis auf nur noch 0,0013 Volt zu 10,38 Volt und ist damit vernachlässigbar. Für die gleichzeitige Messung von Strom und Spannung an einem niederohmigen Widerstand ist die erste Schaltung vorteilhafter, für hochohmige Widerstände die zweite. Bestimmen wir den Innenwiderstand von Multimeter Nummer 3, indem wir dieses als zu messenden Widerstand in den Stromkreis einbringen. Zunächst messen wir den Innenwiderstand in der Einstellung zur Spannungsmessung. Der Innenwiderstand ist hier sehr hoch, weswegen Schaltung Nummer 2 vorteilhaft ist.
Wir erhalten einen recht hohen Wert von 600 Kiloohm in dem 200 Millivolt Bereich und etwa 1 Megaohm in den übrigen Messbereichen. Nun messen wir mit Schaltung Nummer 1 den Innenwiderstand in der Einstellung für Strommessungen. Es ergeben sich niedrige Werte von etwa 1,3 Ohm in der Einstellung für 200 mA, 13 Ohm in der Einstellung für 20 mA und 100 Ohm in der Einstellung für 2 mA. Mit der Einstellung für Widerstandsmessung können wir mittels zweier Multimeter diese Werte auch direkt messen. Wir erhalten 2,3, 11,2 bzw. 101,3 Ohm bei der Einstellung für Strommessungen in den Bereichen 200, 20 und 2 mA. In der Einstellung zur Spannungsmessung ergibt sich etwa 1 Megaohm in allen Messbereichen. Deutlich abweichend im Vergleich zur indirekten Messung ist dabei der Wert im Messbereich 200 mV. Daraufhin habe ich die indirekte Messung mit einer Spannung von 5,6 Volt wiederholt, mit sehr ähnlichem Resultat. Unterbreitet mir Vorschläge, woran das liegen könnte. Nachdem wir durch den Innenwiderstand verursachte Fehlerquellen bei Messvorgängen kennengelernt haben, bleibt eine Frage offen. Wie verlässlich sind die angezeigten Werte der verwendeten Multimeter? Hier sind alle drei Geräte parallel zu einer Spannungsquelle angeschlossen. Es liegt an den Eingängen der Voltmeter die gleiche Spannung an. Folglich sollten alle drei Geräte den exakt gleichen Wert anzeigen. Wie zu sehen, ist das nicht der Fall. Die Genauigkeit für Spannungsmessungen ist bei diesem Gerätetyp mit einem relativen Fehler von 0,5% plus minus 2 Digits angegeben. Das bedeutet, dass bei einem abgelesenen Wert von 10,00 Volt in dem Messbereich für 20 Volt zunächst 0,5% hinzu bzw. abgerechnet werden müssen. Aus dem relativen Fehler erhalten wir damit plus minus 0,05 Volt Abweichung. Zu dieser Abweichung müssen noch 2 Digits hinzugerechnet werden. Ein Digit ist die momentan kleinste Anzeigestelle des Multimeters. In dem gewählten Bereich entspricht ein Digit 0,01 Volt und zwei Digits ergeben 0,02 Volt. Insgesamt beträgt die Abweichung somit plus minus 0,07 Volt. Messen wir die 10 Volt Spannung im Bereich 600 Volt, so entspricht die letzte Anzeigestelle 1 Volt. Ein Digit ist in diesem Messbereich 1 Volt und wir müssen mit einer Abweichung von bis zu 2 Volt rechnen. Es ist also immer von Vorteil, den kleinstmöglichen Messbereich einzustellen. Abweichungen ergeben sich auch, wenn alle drei Geräte in Serie geschaltet sind und somit der gleiche Strom durch diese Kette fließt. Euch ist sicher schon aufgefallen, dass bei Multimeter Nummer 3 ein zusätzliches Symbol links im Display zu sehen ist. Damit wird angezeigt, dass die Spannung der internen Batterie am unteren Limit angelangt ist und diese baldmöglichst ersetzt werden sollte. Mit einer frischen Batterie können wir prüfen, wie groß dieser Einfluss auf die Messwerte ist. Mit der fast leeren Batterie erhalten wir einen Messwert von etwa 11,4 Volt und mit der neuen Batterie einen davon deutlich abweichenden Wert von etwa 10,4 Volt. Wenn ich die alte Batterie anschließe, klettert der Wert wieder auf etwa 11,2 Volt, Tendenz steigend. Diese Abweichung ist also tatsächlich auf die unterschiedliche Batteriespannung zurückzuführen. Gute Messgeräte besitzen eine bessere Spannungsstabilisierung und der Einfluss der internen Batteriespannung ist kleiner. Bei diesem Billiggerät sind die beiden Messwerte so weit auseinander, dass diese deutlich außerhalb der angegebenen Fehlertoleranz liegen.
Es gibt noch einen weiteren entscheidenden Grund, beim Kauf keinesfalls zu diesen Billiggeräten zu greifen, nämlich die miese Verarbeitungsqualität. Zum Batteriewechsel müssen zwei Schrauben gelöst werden, die lediglich in ein Plastikgewinde greifen. Das ist so etwa nach dem dritten Batteriewechsel dahin und der Deckel schließt nicht mehr richtig. Weiterhin platzt die Plastikummantelung der Stecker der Prüfspitzen aufgrund der schlechten Materialien relativ schnell auf. Beide Punkte führen dazu, dass die Isolierung des Messgerätes nicht mehr gegeben ist und beim Messen hoher Spannungen Lebensgefahr besteht. Gebt also lieber etwas mehr Geld für ein solide verarbeitetes Messgerät aus, dann habt ihr länger Freude daran. Wie überall gilt, wer billig kauft, kauft zweimal. Kommen wir jetzt noch zum Einfluss der Temperatur auf die Messwerte. Die Gehäuserückseite des rechten Multimeters ist entfernt und mit einem Föhn wird die Messelektronik auf 27 Grad erwärmt. Angeschlossen ist das Voltmeter an eine Spannungsquelle von 10,47 Volt. Sobald ich den Föhn auf Stufe 2 schalte, steigt die Temperatur und der Messwert ändert sich leicht. Die Differenz der Anzeigewerte beträgt selbst bei einem Temperaturanstieg um 29 Grad nur maximal 0,05 Volt. Die Temperaturstabilität des Billiggerätes kann somit als recht gut bezeichnet werden. Alle Ergebnisse gibt's auf der Projektseite nochmal zum Nachlesen. Soweit der Film zur Strom-, Spannungs- und Widerstandsmessung. Danke fürs Angucke und passt gefälligst auf, wenn ihr hohe Spannungen messt.